Hallo meine Lieben. Hier ist Carmen. Und ich möchte euch ein bisschen teilen. So beim Bärlauch sammeln und Brennnesseln begucken. Ich werde jetzt zum Brennnesselfeld spazieren und schauen, wie es aussieht. Gestern habe ich schon auf meiner Undercover-Wiese Brennnesseln sammeln können. Das war so gut. Die kamen dann in den Orangensmoothie rein. Oh, war der lecker. Ich hatte Besuch von einer Mama mit ihrem Sohn und wir sind Kräuterwandern gegangen. Oder ja, sie ist dazugestoßen mit ihrem Sohn. Und ja, dann haben wir Giersch und Brennnesseln gesammelt und ein bisschen Schaboxkraut schnabuliert und ein bisschen uns schon mit Mutter Natur verbunden. Und ja, dieser Weg ist ziemlich matschig hier. Schaut mal an. Und ich muss jetzt irgendwie den Weg finden. Ah ne, ich habe gelernt, der Weg findet mich. So, dann muss ich mich jetzt mal konzentrieren. Und ich erzähle euch, was ich beobachte. Ich beobachte im Wald. Es verbindet mich. Ich fühle mich verbunden. Das wollte ich zeigen. Hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Schön vorsichtig. Achtsamkeit. Die Mitte bewahren. Das Bewusstsein bewahren. Und jetzt liegt es schon hinter mir. Und der Weg hat mich gefunden. Ich war einfach nur mit mir und bin bei mir geblieben. Und sogar habe ich es aufgenommen. Also wow. Ja. So schön hier. Es tut so gut. Das Licht tut so gut. Ich bin so dankbar. So dankbar. Herrlich. Jetzt kommt der nächste Weg, der mich findet. Ja, was sagt man dazu? Mal sehen. Gott sei Dank, ich habe ja Gummistiefel an. Ne? So. So. Hier geht's weiter. Auf jeden Fall merke ich, und deswegen habe ich das Video gemacht, ich merke, es passiert Aufrichtung. Ich merke richtig, wie mein Rücken gerade wird, ich mich aufrichte, ich so richtig in mein Herzchakra, in meine Brust hineinatme und die Brust auch nach vorne strecke, so stolze Brust, sagt man, aber es hat gar nichts mit der Interpretation vor allen Dingen zu tun, die wir mit Stolz irgendwie verbinden. Also ist ja alles ganz schön negativ behaftet unter anderem, aber auch positiv. Und ja, es passiert eine Aufrichtung, eine natürliche Aufrichtung. Das ist quasi eine Art Naturstolz oder so. Ja, irgendwie so. Egal, ich will mich daran gar nicht aufhalten an Worte. Es ist einfach nur wunderbar. Ich wollte teilen, dass in der Natur komme ich gut zu mir
Und wichtig ist einfach rausgehen und ja, also ne, sobald irgendwie die Sonne durchkommt, fühle ich den Ruf, komm, komm, komm raus. Und erlebe und erfahre das Sein und nimm dran teil. Herrlich, ne? Ja. Also geht mir sofort besser. Ich habe ein bisschen Bärlauch jetzt schnabuliert und fühle auch seine Stärke, die Bärenstärke. Bärlauch, Bärenstärke. Und ja, gestern die Brennnessel im Smoothie und der Giersch, das hat auch wunderbar gut getan. Und ja, ganz, ganz liebe Herzensgrüße aus dem Wald.